Am 29. Dezember stürzte der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in den französischen Alpen beim Skifahren. Diese Bilder zeigen die Piste, von der Schumacher abfuhr und daraufhin fatal stürzte. An etwa dieser Stelle legte der Rennprofi eine große Kurve zurück, um von der präparierten Piste in den tieferen und noch teilweise unberührten Schnee zu gleiten. Der eigentlich geübte und sehr gute Skifahrer kam etwa 3 bis 6 Meter von der Piste ab. Daraufhin verfing sich einer seiner Skier in einem der herausragenden Felsen, er verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorne. Er stürzte dabei mit dem Kopf voran auf einen der Felsen, der weitere 3,5 Meter unter ihm lag. Bei Aufprall ging sein Helm in die Brüche. Letztlich blieb er 9 Meter vom Pistenrand entfernt liegen, wo man ihn auch fand. Die Stelle, an der der Rennprofi stürzte, ist nicht sehr steil, aber dafür tückisch. Wie man sehen kann, ragen hier sehr viele Felsen hervor, die von oben kaum zu sehen sind, da sie von Schnee bedeckt sind. Ein Hubschrauber brachte Michael Schumacher nur wenige Minuten nach seinem Sturz mit einem schweren Schädelhirntrauma in die naheliegende Klinik in Moutier. Später wurde er in die Universitätsklinik in Grenoble weitergeflogen.